Nummer 1 ist deine Verteidigungsfähigkeit auf allen Ebenen. Ja, wenn du Manns genug sein willst, dann musst du eben auch deinen Mann stehen. Du musst streitbar sein. Du musst ein Stück weit kontrovers sein. Du solltest deine Ideale verteidigen, egal ob es opportun ist oder nicht. Und du kannst dir nicht auf der Nase herumtanzen lassen. Wenn du einer bist, der einfach nur seine Ruhe haben will, der nicht anecken will, der sein Näschen nach dem Wind dreht und der seine Ehre einfach so aufgibt, dann ist das für Frauen nun mal ein Risiko- und Unsicherheitsfaktor. Einen solchen Mann kann sich eine Frau einfach nicht leisten. Denn es könnte den Fortbestand ihrer potenziellen Nachfahren gefährden. Du musst natürlich kein streitsüchtiger Rebell sein oder so, aber du darfst eben auch kein Pazifist sein. Pazifismus ist so ziemlich die unmännlichste Eigenschaft, die du haben kannst. Nimm stattdessen jederzeit deinen Raum ein, zeige anderen deine rote Linie und nimm deine Schutzfunktion als Mann ein. Frauen werden das honorieren. Zweitens, liebe den Wettbewerb. Also sich mit anderen im fairen Wettbewerb zu messen, ist einfach urmännlich. Dass Frauen drauf stehen, ist auch klar und muss nicht mal gesondert erwähnt werden. Sie gucken sich jeden Wettbewerb seelenruhig an, warten drauf, wer als Sieger hervorgeht und die Lorbeeren eintütet und nehmen sich diesen Mann. Das ist im Sport so, das ist bei beruflichen Machtmännern so und das ist auch in Schule, Vereinen und allen sozialen Zusammenkünften so. Das Problem heute ist ja, dass Leistung und Leistungsträger fast schon verpönt werden und die Leistungsschwachen glorifiziert werden. Das ist natürlich auch ein Problem für Frauen, denn ihr natürlicher Instinkt ist es nun mal, einen Mann an der Seite zu haben, der ihr Leben aufwertet und sicherer macht. Frauen sind von Natur aus super hypergam. Ich habe dazu ein Video gemacht, sieh dir das mal an, wenn du es noch nicht gesehen hast. Okay, der dritte Wesenszug, der für dich nicht verhandelbar sein sollte, ist deine Fähigkeit, den ersten Schritt zu machen. Legst du eine abwartende Haltung an den Tag, gerade gegenüber Frauen beim Ansprechen, zum Vereinbaren der Dates und auch beim Verführen dann selbst, dann wirst du eben naturgemäß schlechte Karten haben. Ohne deine Initiative wird hier einfach mal nichts von alleine passieren. Die Ladies erwarten das von dir und lieferst du nicht, dann irritiert sie das und lassen die Finger von dir. Frauen sind ja, naja, generell nicht unbedingt bekannt dafür, ultraschnell Entscheidungen zu treffen und unverrückbare Prioritäten zu haben. Genau deshalb freuen sie sich ja auch wie verrückt, wenn wir Männer das tun und können. Entscheidungen zu treffen und das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen, wertet uns in ihren Augen auf. Und dabei ist es nicht mal unbedingt immer wichtig, dass die Entscheidung, die du triffst, zu 100% die richtige ist. Nicht selten ist eine nicht so gute Entscheidung besser als gar keine Entscheidung. Es gibt noch ein paar andere Aspekte, die du kennen solltest und die habe ich in meinem Schlüpferstürmer beleuchtet. Dort findest du die 8 vielleicht wichtigsten Dinge, die du über Frauen wissen musst und aktuell kriegst du den Zugang noch gratis. Guck dir das mal an, der Link ist unten in der Beschreibung.